Heute stelle ich euch Beagle Party vor. Ich will ganz kurz ein bisschen den Hintergrund erstellen, weil mein Hauptfeld, den ich arbeite, ist jetzt nicht Man-Machine-Interface und Computer-Human-Interaction oder sowas ähnliches und auch nicht Education. Mein Hauptfeld ist eigentlich die Bildanalyse mit maschinellem Lernen und dessen Anwendung in der Biodiversitätsforschung. Das ist eigentlich überhaupt nichts so Neues. Es wird natürlich jetzt wieder in einem ganz anderen Rahmen wieder populär durch diese Deep Learning-Netzwerke, die in den letzten 5 bis 10 Jahren in Mode gekommen sind. Aber schon Mitte der 90er Jahre gab es schon erste Anwendungen von kleineren künstlichen neuronalen Netzen, damals auf Plankton-Daten, zur Klassifikation von 23 Spezies. Das ist natürlich ein dramatisch kleiner Problemkreis zu der echten Problemgröße, wie mir Micha wahrscheinlich gleich zustimmen wird hier aus Duisburg. Aber dieser Trend ist, wie gesagt, schon lange da. Und so Anfang des Millenniums haben die Leute immer stärker danach gerufen, mit Machine Learning Biodiversitätsdaten auszuwerten. Es gibt so grundsätzlich zwar aus unserer Perspektive zwei Arten von Datenkollektionen, mit denen wir es mehr oder weniger zu tun haben. Womit wir es weniger zu tun haben, sind Biodiversitätsdaten so aus dem Bereich Natural History, also Kollektionen von Samples, die mit verschiedenen Techniken irgendwie digitalisiert werden. Sondern bei uns geht es mehr um Daten, die neu aufgenommen werden mit irgendwelchen mobilen oder stationären Plattformen. Und da entwickeln wir halt neue Algorithmen, neue Methoden, meistens mit einem Fokus auf Machine Learning, um einmal das Interface zwischen den Usern und den Daten und auch zwischen den Usern untereinander zu verbessern. In dem Kontext ist Beagle entstanden und natürlich die taxonomische Annotation zu verbessern, effizienter und effektiver zu machen, also einmal mit weniger Aufwand und einmal auch mit einer höheren vielleicht Reproduzierbarkeit dann auch irgendwie zu ermöglichen. Das sind so unsere Ziele. Unser Schwerpunkt liegt so auf dieser Meeresbiologie. Das hat im Wesentlichen eher historische Gründe. Erstmal, weil ich sowieso immer fasziniert von den Meeren war und von der Meeresforschung. Ich hatte als junger Student schon den Traum, dass ich nach dem Vordiplom irgendwie Informatik und Meeresforschung kombiniere. Das war aber an keiner Universität Deutschlands mit einem halbwegs vernünftigen Aufwand möglich. Also habe ich dann normal naturwissenschaftliche Informatik studiert, hatte aber dann das Glück, später mit der Meeresforschung in Kontakt zu kommen. Und heute ist es halt so, dass bei irgendeiner Ausfahrt entweder sogenannte AUVs oder Remote Operating Vehicles oder gezogene Schlitten oder stationäre Plattformen genutzt werden, um Hunderttausende von Bildern oder Hunderte von Videos auf einer Fahrt aufzunehmen oder eben im stationären Observatorium 100 Bilddaten pro Tag aufzunehmen, meistens noch zusammen mit anderen Sensordaten. Das heißt, wir haben einen dramatischen Flaschenhals in der Auswertung, was die Markierung, Klassifikation von Objekten angeht. Markierung kann man sich einiges drunter vorstellen. Es gab damals, als ich in das Feld reinging, so, was weiß ich, 2008 ungefähr, gar keine Standards und auch gar keine Software in dem Bereich. Es gab nur ein Tool zur Markierung von tropischen Korallen in Riffen, das sogenannte Coral Point Count. Und das war's. Und da haben wir damals halt dieses Tool Beagle vorgestellt, 2008, weil wir festgestellt haben, wir brauchen irgendwie einen Weg, um die Expertise der Meeresbiologen für unser maschinelles Lernen, damals noch ganz einfache, sogenannte flache neuronale Netze, verfügbar zu machen. Und so sah das damals aus. Überhaupt nicht so schön wie heute. Aber wir haben festgestellt, dass das irgendwie so ein Schlüssel ist, womit man auf einmal diesen Transfer von visuellem Wissen der Meeresbiologen in unsere künstlichen neuronalen Netze deutlich effektiver gestalten kann. Und im Grunde genommen ganz simpel, die Leute haben uns ihre Daten auf einer Festplatte geschickt, wir haben sie dann gespeichert und dann halt in eine Datenbank gepackt und dann ein Interface angeboten, wo die Leute markieren und klassifizieren konnten. Und damit haben wir dann mit künstlichen neuronalen Netzen irgendwelche Korallen und Schwämme segmentiert oder benthische Organismen markiert und so weiter. Aber das Ganze ist natürlich dramatisch abhängig davon, dass überhaupt jemand sich dahinsetzt und die Sachen markiert und dann Kategorien zuordnet. Und wir hatten damals schon relativ früh schon viel diskutiert, naja, kann man den Aufwand nicht besser teilen, weil natürlich schon früh
festgestellt wurde, dass die verfügbare Zeit der Meeresbiologen extrem begrenzt ist. Also das war auch damals schon die Motivation für Beagle, überhaupt etwas in dem Bereich zu machen, weil einfach dieser Aufwand mit Photoshop und Excel, das skalierte natürlich überhaupt nicht. Und weil das den Leuten so viel Spaß gemacht hat, also den Meeresbiologen, waren die dann auch so nett, uns in so ein paar Drittmittelprojekte mit einzubinden. Und da hatten wir dann die Mittel, dann eine neue Version von Beagle zu entwickeln, was damals der Martin Zurowitz glücklicherweise in Angriff genommen hat. Da hatten wir ein großes Glück, dass der in diesen Projekten eingestellt wurde. Und mit diesem Tool, was man einfach unter der Webseite beagle.de findet, kann man sich ein Login besorgen, kann, oder meinetwegen mit Life Science Login kann man das jetzt auch machen, kann dann runterscrollen, sich ein paar Videos, ein paar Papers angucken, wenn man möchte. Wenn man sich eingeloggt hat und damit arbeitet, sieht man immer hier so eine Overview von seinen Projekten. Man definiert Projekte. In diesen Projekten sind Volumes aus Daten. Und wenn man dann ein Volume auswählt, kann man anfangen zu annotieren. Wir haben heutzutage, also die linke Zahl stimmt nicht, die rechte Zahl stimmt, so ungefähr 3.500 Nutzer aus mehr als 50 Ländern, allein auf der Bielefelder Installation. Aber weil das System Open Source ist, ist es auch an zahlreichen, jetzt auch wachsenden Anzahlen von anderen Instituten installiert, wie hier so links zu sehen ist. Und es wird auch in immer mehr Kontexten angewendet, nicht mehr nur für benthische Lebensorganismen, sondern für alles Mögliche. Wenn man halt so einen Ordner anwählt, sieht man halt die verschiedenen Volumes aus Bildern. Ein Volume ist eine Serie, die ja quasi in einem Experiment aufgenommen wird. Man kann sich Einzelbilder angucken, dann hineinzoomen, eine Kategorie rechts wählen und dann markieren. Man kann das natürlich auch genauso gut mit Luftbildern machen, wie das hier die Leute auf dem Galapagos mit diesen Echsen zum Beispiel machen. Oder wie der Michael Kloster das gerne macht, mit seinen riesigen Mikroskopbildern, um da die Diatomeen auszuwählen, zu markieren und zu klassifizieren. Video kann man auch nutzen. Man kann sich eigene Kategoriebäume bauen. Wir bauen auch ein bisschen KI ein, wie zum Beispiel das Segment Anything Model, womit das etwas detailliertere Markieren von Fischen, selbst wenn die aus verschiedenen Komponenten bestehen, wie hier zu sehen, deutlich leichter und effizienter ist. Qualitätsanalyse kann man auch machen, indem man nachträglich die einzelnen Beispiele reviewt. Das ist vor allem nachher für die Citizen Science auch wichtig. Und das sind so die wesentlichen Aspekte. Natürlich versuchen wir jetzt nach und nach immer mehr AI da reinzubringen, aber da werde ich heute natürlich nicht drüber reden. Über die verschiedenen Wege, wie man Beagle nutzen kann, will ich jetzt auch gar nicht drüber reden. Es zeigt sich halt insgesamt auf der, wir haben zwei, dass wir zwei Motivationen haben. Wir wollen einerseits natürlich vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, selbstsüchtig, sagen wir so, für die Meeresbiologie die Citizen Scientists im Grunde nutzen, dass sie uns helfen, die Bilder auszuwerten. Aber es hat immer noch eine andere Motivation, nämlich dieses Zitat, ich weiß nicht, ob ich es korrekt wiedergebe, das wird eigentlich Konfuzius bzw. Kongse zugeschrieben. Erzähl mir was, ich werde es vergessen, zeig mir was, ich werde mich vielleicht daran erinnern. Lass mich was machen und ich werde es nie vergessen. Also man muss die Leute einbinden in das Thema, wenn man die Leute für Biodiversität begeistern und auch sensibilisieren will. Und man sagt so allgemein, also nicht ich, sondern die Experten, die sich in diesem Feld so mit Politik und Gesellschaft beschäftigen, dass der Klimawandel noch relativ gut zu kommunizieren ist, weil es halt ein bisschen auch was mit Wetter zu tun hat. Und Wetter kann ich halt fühlen, Biodiversität kann ich schlecht fühlen. Also auch das, die Empfindlichkeit von Biodiversität. Also da hat man noch eine etwas größere Motivation, die Citizens mit einzubinden, damit man sie für das Thema sensibilisiert. Und wir hatten das große Glück, dass einer unserer Kooperationspartner aus dem Alfred-Wegener-Institut, der Orton Purser, dessen Lebensgefährtin hat eine Non-Profit-Organisation gegründet, Interchange. Und die haben als spezielles Thema Erwachsenenbildung und hatten sich in einem Erasmus-Plus-Projekt zur Erstellung von Erwachsenenbildungskursen beworben zum Thema Biodiversität. Also wie kann man Erwachsene irgendwie mit so leichten Online-Kursen für das Thema sensibilisieren? Und natürlich folgend diesem Zitat von Konfuzius, sagen wir mal, er wäre es gewesen, wollte man halt die Leute natürlich auch irgendwie einbinden und nicht nur einfach Text und Videos zeigen, sondern sie sollten auch was machen. Und da sind die auf mich zugekommen, haben gesagt, können Sie sich nicht vorstellen, so eine Art Beagle Light zu implementieren,
was die Leute dann irgendwie nutzen können, um so Bilder zu annotieren. Und da haben wir dann gesagt, jo, machen wir mit. Und wir hatten das große Glück, das Geld zu bekommen und konnten dann einen ersten Prototyp bauen, den wir erst Beagle Lite nannten. Aber dann hatten wir die schöne Idee, es Beagle Party zu nennen, weil man die Domain Party halt registrieren lassen kann. Und damit ging es dann los. Dieses Erasmus Plus Projekt heißt Into the Deep Marine Image Analysis Hub of Citizen Scientists. Und es sollte erstmal nur ein sehr einfaches kleines Setup sein. Und das Motto war halt Beagle Party, a place to participate in Ocean Sciences. Ne? Das war so ein bisschen der Lame Gag dabei. Und das Tool sieht, ich habe deswegen auch ein bisschen Beagle eben vorgestellt. Man sieht, es gibt so ein paar grobe Ähnlichkeiten mit den eingewendeten Farben so auf der Oberfläche. Ist im Grunde genommen natürlich deutlich runtergekocht, weil man kann jetzt nicht Citizen Scientists irgendwie 30 verschiedene Kategorien sozusagen um die Ohren hauen, die sie gefälligst in den Bildern suchen sollen, sondern man sollte das natürlich einschränken. Und so sieht das für einen Citizen Scientist dann nachher aus, wenn er das Tool benutzt. Ich will mal vielleicht vorher zeigen, wie man das Ding sozusagen quasi so, wie das so innerlich organisiert ist. Und dazu muss ich mal gerade den Webbrowser mit euch teilen. Genau, jetzt müsstet ihr mal einen Webbrowser sehen. Und da gehen wir jetzt mal. Was ihr jetzt seht, ist das Beagle Party Interface für die Administratoren. Es ist nicht das, was die Citizen Scientists sofort sehen. Ich will einfach nur mal sehen, zeigen, wie so ein Projekt angeordnet ist. Wenn wir jetzt das OPSI-Projekt sehen, das ist von der Gruppe in Barcelona. Die Leute schicken uns einen gewissen Text, der die Leute erstmal in den Kontext setzt, schicken uns dann die Bilder, oder dass wir sie irgendwie runterladen können. Wir erstellen dann und die entsprechenden Kategorien, die die Leute annotieren sollen, sagen uns, ob sie einen Kreis, ein Viereck oder ein Polygon markieren sollen. Und dann kriegen sie von uns diesen Project-Link hier unten bereitgestellt. Und das ist alles, was die Meeresbiologen dann von uns kriegen. Diesen Link können sie an ihre Pressebüros irgendwie schicken, die dann eine Pressemitteilung rausgeben. Was weiß ich, die Polarstern kommen gerade von Fahrt XY zurück, haben dabei folgendes Areal zum ersten Mal beobachtet. Wollen sie mitmachen bei der Auswertung? Das heißt, man kann sehr zeitnah im Grunde genommen so ein Citizen Science-Projekt irgendwie starten. Gut, das wäre einmal zu dem Hintergrund zu sehen. Wenn ich dann einmal dieses Tool gestartet habe, wie ich es jetzt eben auf der Folie gesehen habe, dann als Citizen Scientist, wenn ich auf diesen Link klicke, sehe ich einfach nur das. Ich kann mir jetzt die einzelnen Kategorien angucken, kriege da auch eine Erklärung, was für Tiere das sind und wie ich die erkennen kann, ob die einzelne Merkmale haben. Und wenn ich dann so ein Fisch gefunden habe, kann ich ihn hier markieren. Und jetzt seht ihr vielleicht hier diese plus 10, die da sozusagen halt wie so eine Blase nach oben geht. Was haben wir hier noch? Hier hinten ist noch einer. Und dieses Feedback von der plus 10, das ist die Rückmeldung an den User, dass ein Index sozusagen gestiegen ist. Quasi eine Rückmeldung, dass sozusagen eine neue Markierung seinem Konto oder ihrem Konto zugeschrieben wurde. Und machen wir es mal ein bisschen kleiner. Hier ist nämlich noch ein kleiner. So, zack. Und so weiter. Und so geht das dann. Jetzt will ich mal sehen, zu diesen Kursen, das ist jetzt ein anderer Datensatz. Hier geht es jetzt zum Beispiel darum, Phishing Gear zu markieren, sogenanntes Ghost Gear, wie so alte Angeleien. Da will ich natürlich mit einem Polygon markieren. Ne? Und ich kriege auch wieder genauso die Rückmeldung. Das ist das, was die Citizen Scientists sehen, wenn sie auf diesen Link geklickt haben, den da zur Verfügung stellen. Und jetzt gehen wir noch mal gerade zurück in die Präsentation. Ich muss gerade so ein bisschen hin und her springen, weil ich so ein bisschen einmal vom Tool und dann aber auch wieder in die Präsentation reingehen will, um zu den Details zu kommen. Das heißt, die Citizen Scientists gehen einfach nur auf den Link, öffnen das Projekt in ihrem Browser, sehen dann auch nur dieses Projekt, lesen die Projektinstructions am Anfang.
Dann gehen Sie immer durch ein Bild durch, wählen dann rechts die Kategorie. Hier sind jetzt die Bilddaten vom Observatorium in Barcelona. Die haben da so ein künstliches Riff quasi gebaut, den sie also Betonklötze versenkt haben, haben da mehrere Sensoren dran gebracht, haben mehrere Kameras und können da jetzt zum Beispiel Mönchsfische hier chromisch zum Beispiel zählen und auswerten über die Zeit und natürlich verschiedene Science-Projekte jetzt damit starten. Und malen dann halt die Kreise um die Objekte und gehen dann halt mit dem Pfeil zum nächsten Bild. Unten rechts sieht man diesen Progress Bar, das ist ganz wichtig für die Citizen Scientists, damit sie eine Kontrolle, damit sie sozusagen so eine positives Gefühl dafür bekommen, dass sie einen Fortschritt erzielen und das bald dem Ende naht. Also auch die Leute müssen natürlich ein positives Gefühl entwickeln, dass sie halt irgendwo zu einem Ziel kommen und ein Ziel erreichen können. Ich kann immer wieder zurück zu den einzelnen Instructions gehen, was die einzelnen Biota angeht. Dann gibt es diese zwei Counter. Es gibt einmal den Counter für die Quantität. Es gibt diese Quantity Points, die die Leute bekommen können, dadurch, dass sie irgendwas markieren. Aber es gibt auch die Quality Points. Das heißt, wenn sie etwas gut machen, kriegen sie einen Bonus. Wie kann man so einen Bonus kriegen? Diesen Bonus kriegt man dadurch, dass andere Leute das markieren, was man selber markiert hat, oder man markiert etwas, was andere Leute vorher schon vor einem markiert haben. Das heißt, man startet immer schon mit ein paar wenigen Annotationen von den Meeresbiologen und dann akkumuliert sich das dann. Dieser Prozess kann in Zukunft auch noch ein bisschen verbessert werden. Da wollen wir noch ein bisschen KI einbauen. Aber ehrlich gesagt, funktioniert das momentan relativ gut. Gar nicht, also der größte Effekt ist eigentlich, dass wir festgestellt haben, dass die Motivation der Leute dadurch extrem gesteigert wird. Und man verhindert, dass die Leute einfach viel annotieren, ohne Qualität, oder eben nur die Sachen markieren, die sehr, sehr offensichtlich sind. Und wenn ich auf diese Punkte draufklicke, kriege ich halt dann eine grafische Darstellung, auf welchem Qualitätslevel ich gerade bin, und die Leute können das sich angucken. Also die ersten Eindrücke sind erstmal durchweg positiv gewesen. Man hat sogar schon ein bisschen mit Schulkindern gearbeitet. Das kann man auch machen, weil das System ist halt anonym. Man legt nicht ein Login an, so wie bei Zooniverse, und kann dann auf so ein Konto was sammeln. Wir haben ja so diesen anonymen Ansatz. Aber wir haben auch in Workshops mit sogar Postdoc-Meeresbiologinnen, Biologen beobachten können, dass die Leute extrem stark motiviert waren, A, so ein Kapitel abzuschließen und B, auch auf so einen gewissen Level zu kommen. Also es ist wieder mal so das, was man so im jungen Computer-Interface-Bereich eigentlich gut kennt. Sobald man den Leuten irgendeine Zahl gibt, die versuchen, die zu erhöhen. Also, das funktioniert tatsächlich relativ gut. Manche Sachen sind noch nicht so gut, weil es einfach auch nur ein kleiner Prototyp ist. Das heißt, wenn die Leute ein eigenes Citizen Science-Projekt machen wollen, müssen sie mit uns in Kontakt treten, mit dem Beagle-Team sozusagen. Und dann müssen sie uns ihre Daten schicken, aber das ist in der Regel kein Problem. Das sollte in Zukunft noch verbessert werden, dass die Leute das ähnlich wie bei Beagle alles selber in der Hand haben, so wie sie da auch ihre Projekte selber definieren können. Das Ganze muss für Tablets noch ein bisschen verbessert werden, wenn man es in die Schulen bringen will. Deswegen haben wir gerade einen neuen Antrag laufen für ein spezielles Schul-Erasmus-Plus-Projekt. Und wir haben noch zig andere Ideen, wie dass man Daten automatisch chunkt, irgendwie, dass die Leute immer nur so kleine, also sonst kommen manchmal Nutzer darauf, dass sie sagen, hier diese 300 Bilder, und dann fangen die Leute an zu annotieren und sehen dann, der Progress Bar bewegt sich überhaupt nicht. Aber es ist halt nicht nur die Anzahl Bilder, sondern auch die Anzahl Objekte im Bild. Wenn ich wie bei Michael Kloster in einem Bild 100 Diatomeen habe, naja, dann sollten die Leute vielleicht gar nicht mehr als ein Bild auswerten. Wenn ich aber nur in jedem zehnten Bild etwas habe, wie es bei manchen Habitaten so ist in der Tiefsee, dann kann man ruhig mehr Bilder zeigen. Also irgendwie muss dieses automatische Chunking, muss dieses Chunking der Daten so ein bisschen automatisiert werden, damit die Leute ein gutes Erfolgsgefühl haben. Auch da könnte man sich ein bisschen AI-Support vorstellen, dann sollte das System noch besser mit dem Beagle-System verbunden werden und so weiter. Das sind die Leute, die an Beagle mitgearbeitet haben. Die fettgedruckten arbeiten zurzeit immer noch dran. Vor allen Dingen natürlich Martin Zurowitz und ein paar Studenten. Und Daniel Langkamp, mein Postdoc, arbeitet hier und da auch noch an kleinen Sachen. Ich wollte jetzt noch ein bisschen einmal ganz kurz noch zeigen, ja, relativ kurz nochmal auf die Into Deep Webseite kommen.
Das wäre dieses Projekt hier. Das war nicht die Landingpage. Das ist die Landingpage. Das Projekt wird Ende dieses Jahres im November zu Ende sein. Ziel war es halt, diese Erwachsenenkurse zu bauen. Da war eine große Herausforderung, muss ich sagen, vor allem die Texte gut zu haben und vor allem auch in mehreren Sprachen. Also wir mussten die Texte dann in Spanisch, Griechisch, Englisch und Deutsch haben. Das ist gar nicht so einfach. Und vor allen Dingen sind viele Forscherinnen und Forscher auch nicht daran gewöhnt, Texte zu schreiben, die in der Erwachsenenbildung tauglich sind. Also da kommen dann so Sätze wie, naja, in diesen Bildern betrachten wir den Tiefsee-Bentos. Natürlich versteht keiner der Leute, die da sitzen, was ein Bentos ist. Ne? Da müssten die das nachschlagen. Also man muss dann sehr so ein bisschen auf seinen Sprachgebrauch achten. Das ist natürlich, kann man alles lernen, aber es ist nicht so einfach, wie man meint, glaube ich. Dann kann man hier die entsprechenden Habitate auswählen, die wir vorstellen. Das sind vier verschiedene Stück, zum Beispiel hier auch aus der Ägäis etwas. Also dann kommt man zu einer zweiten Auswahl, dann kann man hier dann den Kurs auswählen, kommt dann hier die einzelnen Lektionen erklärt, dann werden da auch schon mal die einzelnen Organismen besprochen oder die Probleme, wenn es keine Organismen sind, wie Ghost Gear nochmal beschrieben und am Ende des Kurses können die Nutzerinnen und Nutzer dann auf den Beagle Party Link klicken. Und dann geht's los. Wir sind gerade dabei, die Ergebnisse von den 300 Citizen Scientists gerade auszuwerten, also wie gut das mit den Expertenannotationen zusammenfällt. Und das wäre es auch schon.